Wir stellen Ihnen Mana vor, ein Schlüsselmerkmal von IOTA 2.0. Mana ist eine Ressource, die durch das Halten von IOTA-Tokens ständig generiert wird. Je länger Sie den Basistoken halten, desto mehr Mana generieren Sie, bis ein bestimmter Schwellenwert erreicht ist, der proportional zu Ihren Beständen ist. Mana wird immer dann verbraucht, wenn Sie Geld überweisen, NFTs prägen oder eigene Token herstellen. Die verbrauchte Mana-Menge hängt vom aktuellen Netzwerkstau ab. Sie können auch Mana erhalten, indem Sie Blöcke validieren oder Ihre Stimmrechte delegieren. Und Sie können Mana an andere verkaufen oder von Ihnen kaufen. Mana spielt also eine wichtige Rolle in der IOTA-Wirtschaft, indem es den Nutzen des Netzwerks, den fairen Zugang und die Zusammenarbeit für alle Teilnehmer sicherstellt.